Seine Route zu Gold hat Jan Hoje zigfach visualisiert. Für die Olympischen Spiele und seine Premiere. Doch der 28-Jährige muss wie alle Athleten umdenken für einen Sommer ohne Spiele. Ich habe zum Teil 30 Stunden die Woche Billard gespielt in den letzten Monaten, also wenn ich in Köln war. Mein Plan ist dieses Jahr vielleicht sogar in der Mannschaft zu spielen, ab September bei ein paar Billardspieltagen mitzuspielen. Und das macht mir neben dem Klettern viel Spaß und ist viel besser mit Leistungssport zu vereinbaren als Basketball oder andere Sportarten. Auch ihn zwingt die Verschiebung zum Handeln. Sebastian Brendel, dreifacher Kanu-Olympiasieger, findet an Land eine neue Herausforderung. Da die Olympischen Spiele verlegt wurden, habe ich mir versucht, neue Ziele zu setzen und bin da relativ schnell auf mein Projekt Marathon gekommen und würde, wenn dies Jahr noch ein Marathon stattfindet, an einem teilnehmen und versuchen, da bestmöglich durchzukommen. Neue Reize für den Körper, aber auch den Kopf. Das Härteste eigentlich für mich war, dass ich weiß, man muss das ganze Wintertraining nochmal durchziehen. Und das ist brutal hart. Sommersportler werden bekanntlich im Winter gemacht. Und da habe ich ganz schön Respekt vor. Bis dahin können deutsche Olympiaathleten noch etwas entspannen, den Sommer genießen und Kraft tanken. Gerade nach sehr langen und anstrengenden Trainingseinheiten, wenn man wirklich ausgelaugt und platt ist, dann lege ich Wert darauf, schnell was Isotonisches zu mir zu nehmen, um die Regeneration zu beschleunigen. Um fit zu sein für das ganz große Ziel. An einem guten Tag ist es auf jeden Fall mein Ziel, aufs Treppchen zu kommen. Und jeder hat den Traum vom olympischen Gold, ich natürlich auch. Ich habe die Chance, meine dritte Goldmedaille im C1 zu holen. Das wäre was Historisches, hat vorher noch keiner geschafft. Die olympischen Träume sind nur verschoben auf nächsten Sommer.